Hallo zusammen. Warum eine Planung von erdberührten Bauteilen in drückendem Wasser nicht nur sinnvoll, sondern auch vorgeschrieben ist, dieses Thema beleuchten wir heute ein wenig näher. Ich könnte jetzt eine Viertelstunde lang mit technischen Fakten, Argumenten und Normen für eine fachgerechte WU-Planung plädieren. Aber bekomme ich so wirklich Aufmerksamkeit für solch ein wichtiges Thema? Wohl eher nicht. Deshalb wähle ich nun eine ganz andere Variante. Kurz, ehrlich und leider auch schockierend real. Diese Bilder, die Sie im Hintergrund sehen, sind natürlich maßlos übertrieben dargestellt und treffen dennoch im Endergebnis den Kern des Problems, nämlich ein Wassereintritt im Gebäude. Dass Wasser ein ernstzunehmender Gegner ist und dass Wasser ein gewaltiges Zerstörungspotenzial hat, hierbei sind sich alle Beteiligten einig. Aber wussten Sie auch, dass Schäden an Abdichtungen von Bauwerken neben den klassischen Ausführungsfehlern auf der Baustelle häufig auf Fehler und Versäumnisse zurückzuführen sind, die ihren Ursprung schon in der Planungsphase haben? Analysiert man nun die Erfahrungen unabhängiger Gutachter auf dem Bau und die daraus resultierenden Schadenssummen, bewegen wir uns schnell in Größenordnungen zwischen 15.000 und 50.000 Euro. Dies kann allerdings auch wesentlich höher ausfallen. Wir unterhalten uns aktuell nur um Einfamilienhäusern. Auf Großbaustellen sieht dieses Thema nochmal ganz anders aus. Dies ist nicht nur sehr teuer, sondern auch extrem unangenehm. Um diese und ähnliche Situationen zu vermeiden, sollte deshalb die WU-Planung in die Hände eines Fachplaners gelegt werden. Denn Planung und Ausführung einer weißen Wanne stellen eine sehr umfassende und anspruchsvolle Aufgabe dar. So eine WU-Konstruktion ist wesentlich komplexer als nur der Einbau von WU-Beton und birgt so einige Probleme und Risiken, die schnell einen störungsfreien Bauablauf verhindern können. Aus diesem Grund gibt es eine WU-Richtlinie und klar definierte Planungsgrundlagen, an die sich alle Baubeteiligten halten müssen. Nur wenn man den Ablauf dieser Planung berücksichtigt, kann man die Risiken, die selbst eine weiße Wanne mit sich birgt, und deren typischen Schadensbilder vermeiden. Denn nur wenn Planer und ausführendes Bauunternehmen ausreichend Sachverstand besitzen und Planung und Ausführung fachgerecht und gewissenhaft umgesetzt werden, entsteht ein tatsächlich wasserdichtes Bauwerk. Mit Erfahrungen von über 40 Jahren im Bereich druckwasserdichten Kellern sind wir der zuverlässige Partner für Ihr Projekt. Wir ermitteln gerne mit Ihnen gemeinsam die sinnvollste, sicherste sowie wirtschaftlichste Art der Bauwerksabdichtung und führen somit zu einem geregelten Bauablauf.